Seide, weiße Fliegenshaube, fliege übers Land. Allen Menschen, groß und kleine, bist du wohl bekannt. Du sollst fliegen, Friedenshaube, allen sag es mir, dass nie wieder Krieg, wir wollen Frieden, wollen wir. Fliege übers große Wasser, über Berg und Tal, bringe allen Menschen Frieden, grüß sie tausendmal. Heute ist der 1. Juli, in Zeitz wieder Montagsdemo, Protest gegen die Kriegspolitik der verrückten Ampel Kasper. Ja, schon eine ganze Reihe da. Wieder die gleichen Gesichter, von da und fern. Genau, in Zeitz. Liebe Freunde, auch ich begrüße euch noch einmal recht herzlich zu unserer heutigen Kundgebung. Und ich möchte aus gegebenen Anlass aufgrund der jüngsten Vorfälle und Ereignisse in den letzten Tagen, Wochen und Monaten heute zu euch sprechen über die Asyl- und Migrationspolitik. Denn so kann und darf das nicht weitergehen. Laut einer Statistik des Bundeskriminalamts werden jährlich 40.000 unserer Landsleute Opfer von Ausländergewalt. Das sind heruntergerechnet auf den Tag 110 Opfer. 110 Opfer am Tag. Und es werden immer mehr. Jeden Tag müssen wir hören,
und lesen. Dass junge Frauen sexuell belästigt, ausgeraubt, vergewaltigt und auf bestialische Art und Weise zu Tode kommen. Und jedenfalls müssen wir jeden Tag hören und lesen, dass junge und alte Menschen in der U-Bahn vor einfahrende Züge auf die Gleise gestoßen werden, dass junge und alte Menschen und mittlerweile auch Polizisten Opfer von Messerangriffen werden oder tot getrampelt und tot geprügelt werden. Das ist der unsägliche Zustand in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2024. Voll Teufel, liebe Freunde! Und um das auch noch einmal ganz klar zu sagen, ich möchte hier keine Ressentiments führen. Und ich möchte auch nicht per se alle Migranten oder Muslime unter Generalverdacht stellen. Das ist mir nochmal ganz besonders wichtig, das zu sagen. Aber wir haben das Recht auf Versammlung, wir haben das Recht auf freie Rede, von dem wir Gebrauch machen, und wir haben das Recht, bittere Realitäten des wahren Wortes anzusprechen. Und es ist nun einmal, leider Gottes, eine bittere Realität, dass wir einen Kontrollverlust haben in diesem Lande. Dass wir zumindest in diesem Ausmaß und in dieser Form die gravierenden Probleme, die da lauten, Clankriminalität, Raubüberfälle, Gruppenvergewaltigung, Messerangriffe, und die Verwüstung ganzer Innenstädte nicht hätten, wenn wir sie nicht tagtäglich importieren würden. Und anstatt sich dieser gravierenden Problematik endlich einmal anzunehmen und Abhilfe zu schaffen, sind wir konfrontiert mit einem Altparteienkartell, angefangen bei dieser unsäglichen Hampelregierung über die Union bis hin zur Linken. Sie alle können und wollen nichts ändern, sondern im Gegenteil, sie haben diese Probleme erst herbeigeführt und sie wollen und werden diese Probleme verfestigen und verschärfen, wenn wir sie nicht bei den Landtagswahlen und bei den kommenden Bundestagswahlen endlich in den unverdienten politischen Ruhestand entsenden. Und aus diesem Grunde stehen wir heute hier und wir fordern nichts Geringeres als eine Asyl- und migrationspolitische Wende um 180 Grad. Und dafür, liebe Freunde, ist unverzüglich die Umsetzung folgender Punkte notwendig, zwingend erforderlich. Erstens, Festung Europa durch Sicherung der Außengrenzen. Und wenn diese EU nicht willens und nicht fähig ist, das zu machen, dann müssen wir notfalls zumindest temporär das Schengen-Abkommen einseitig aufkündigen und nationale Grenzkontrollen wieder einführen, damit hier endlich Recht und Ordnung wieder Einzug hält. Zweitens, erst Asylverfahren, dann Aufnahme. Die insbesondere seit 2015 bis heute andauernde Praxis, dass wir erstmal jeden nach Deutschland lassen, dann erst nach 2-3 Jahren, dass der Asylantrag geprüft wird und selbst bei Ablehnung dauerhaftes Bleiberecht, Wohnung und Sozialleistung gewährt werden kann und darf so nicht weitergehen. Schluss damit! Dritter Punkt. Asyl nur noch
für wahrhaft politisch Verfolgte bei Vorlage gültiger Papiere und auch nur für die Dauer des Asylgrunds. Viertens, strikte Residenzpflicht, Sach- statt Geldleistung. Und die Unterbringung hat in Gemeinschaftsunterkünften und nicht in Wohnungen zu erfolgen. Wir haben genug alte Menschen, wir haben genug junge Familien, die händeringend nach einer Wohnung suchen. Und die Situation würde sich dadurch immer weiter verschärfen, wenn wir da nicht endlich Abhilfe schaffen. Fünftens, genereller Aufnahmestopp in strukturschwache Regionen, auch um die Situation auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt zu entspannen. Und damit sich die Situation auch im Konkurrenzkampf, will ich mal sagen, um Schul- und Kita-Plätze nicht weiter verschärft. Und wir brauchen auch endlich die Rückkehr zum Dublin-III-Abkommen und zur Drittstaatenregel. Und das würde bedeuten, wenn in einem sicheren Drittstaat oder in einem Anrainerstaat, beispielsweise Italien, Portugal, Spanien, Griechenland, Zypern, Malta etc., ein Asylantrag gestellt wird und der wird abgelehnt, dann sind diese Leute unverzüglich zurückzuschicken und haben nicht, wie das seit 2015 permanent läuft, nach Deutschland weiterzureisen. Wo leben wir denn hier? Sechster Punkt. Straffällig gewordene Asylbewerber und Flüchtlinge sind unverzüglich abzuschieben und mit einer lebenslangen Wiedereinreisesperre zu belegen. Wir haben genug Probleme mit deutschen Gewalt- und Sexualstraftätern und mit Kriminellen und mit Terroristen und was weiß ich nicht alles. Wir müssen diese Leute nicht noch importieren. Hier muss endlich wieder Ruhe und Frieden Einzug halten. Wir wollen hier in Ruhe und Frieden leben. Wir wollen hier Recht und Ordnung. Deshalb sofortige Abschiebung aller straffällig gewordenen Asylbewerber und Flüchtlinge und zusätzlich lebenslange Wiedereinreisesperre. Und es sind auch all jene endlich auszuweisen, deren Asylantrag schon vor Jahren abgelehnt wurde. Ich wiederhole es noch einmal, was ich vorhin schon sagte. Es kann nicht sein, dass Leute, deren Asylantrag abgelehnt wurde, dass sie weiterhin hier über Monate, Jahre, Jahrzehnte bleiben und auf Kosten des deutschen Steuerzahlers geköstigt werden. Das kann und darf so nicht weitergehen. Und um die Zahl der Asylanten hierzulande insgesamt drastisch zu reduzieren, muss vorrangig nach dänischem Vorbild auf die Einrichtung von UN-Asylzentren vor Ort und auf Botschaftsasyl gesetzt werden. Andere Länder wie Dänemark, die machen das seit Jahren. Warum nicht auch endlich wir hier in der Bundesrepublik Deutschland? Ich kann es nicht verstehen. Und achter Punkt, wir brauchen eine klare Trennung von Asyl und Migration. Und liebe Freunde, um auch das noch einmal ganz klar zu sagen, nicht wir als deutsche Bürger und auch nicht der deutsche Staat hat Migranten zu integrieren. Nein, es ist genau umgekehrt. Die Migranten haben gefälligst sich zu integrieren und nichts anderes. Und da das Gelingen von Integration auch davon abhängig ist, wie viele Leute nach Deutschland kommen, brauchen wir dringend ebenfalls nach dänischem Vorbild
eine Obergrenze bei der Einwanderung von maximal 35.000 jährlich. Das ist schon großzügig genug, aber es muss eine Obergrenze her. Aber nur Fachkräfte! Und, liebe Freunde, richtig, Stichwort Fachkräfte und vieles mehr. Wir haben keine Schafshirten. Und vieles mehr. Wir können und müssen erwarten und verlangen, als deutsche Gesellschaft und auch als deutscher Staat, als deutsche Nation, dass diejenigen, die hierher kommen, ihre Bringschuld erfüllen. Und das heißt, sie haben unsere Kultur und Rechtsordnung zu akzeptieren, sie haben die deutsche Sprache zu beherrschen, berufliche Qualifikation mitzubringen und nachzuweisen, dass sie sich ernsthaft bemühen, aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das kann und muss man erwarten können. Das ist doch nun wahrlich nicht zu viel verlangt. Und die Einbürgerung, liebe Freunde, sie darf frühestens, wohlgemerkt auch nur bei guter Führung, frühestens nach 10 Jahren erfolgen. Und der Doppelpass für Nicht-Europäer ist abzuschaffen. Denn man kann nicht. Denn man kann nicht Deutscher und Europäer werden wollen und auf der anderen Seite gleichzeitig einem Land anhängen und dessen Staatsbürgerschaft innehaben wollen, in dem der politisch-extremistische Islam herrscht. Das hat hier nichts zu suchen. Glaubensfreiheit ja, aber der politische-extremistische Islam, der gehört nicht zu Deutschland. Und deshalb fordern wir Rechtsstaat statt Scharia. Das Recht von Frauen auf freie Kleidung statt Burka und Kopftuch. Wir wollen keine Minarette, wir wollen keine Muezzinrufe, wir wollen keine Hassprediger und wir wollen es Staaten, in denen der politisch-extremistische Islam herrscht. Ich denke insbesondere an die Golfstaaten, an die Türkei. Denen muss es endlich untersagt werden, ihre Hassprediger nach Deutschland zu schicken, Imame auszubilden und zu finanzieren, Moscheen, Islamzentren und Koranschulen zu unterhalten, in denen der politisch-extremistische Islam gelehrt wird, bei denen der Hass und die Gewalt gegen unsere Kultur, gegen unsere Zivilisation, gegen unsere Leute, Landsleute, Identitätsschriften ist. Solche Leute und solche Zustände haben hier nichts verloren. Unser Land, unsere Regeln, liebe Freunde, deshalb lasst uns heute gemeinsam aufstehen, um dieses Land endlich wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen, um im besten Sinne des Wortes die Verhältnisse wieder zum Tanzen zu bringen. Ich danke euch. So, um es jetzt nicht so lang werden zu lassen, werde ich jetzt die organisatorischen Hinweise kundtun und anschließend ein Gedicht von mir, was die meisten schon gelesen haben. Oder einige zumindest. Der nächste Termin hier von unserer Seite ist der 5.8., auch wieder ein Montag. Am 31.8. findet eine Friedensdemo statt. So wie wir es am 1. Mai hier stattfinden lassen haben, mit Grillstand, Rednern und alles ja, weitere drumherum. Ne? Die weiteren Termine wären die Überland-Kursus. Das nächste Überland-Kursus findet am 6.7. statt, um 16 Uhr. Hier auf dem Altmarkt ist Treffpunkt.
Und jeden Donnerstag findet das Brückenleuchten statt. Wer Interesse hat, kann sich gerne an Bianca wenden. Das ist diese kleine Frau mit blonden Haaren und der gelben Weste. So, und da es hier derzeit ganz schön nach Dritten Weltkrieg stinkt, wie ich es gelesen habe, habe ich ein Gedicht geschrieben mit dem Namen Frieden. Tief aus deinem Herzen, wie des Feuers Flamme rein, soll Frieden dir erwachsen. Du sollst Friedensstifter sein. In Frieden stets zu leben, soll dir Ansporn sein und Pflicht. Mit blutigem Geld und Machtinteressen gewinnst du den Frieden nicht. So leg die Waffe nieder, strebe nach des Friedens hellem Licht. In Frieden uns auf Erden bringen Waffen nicht. Sehr gut. So, die Fußgänger bitte jetzt bei Antea aufstellen. Und die Autos reihen sich dann nachfolgend ein. Ja? Wie viel sind wir noch? Lockt die Läufer bitte jetzt mal. Hallo. Hallo. Anschließen. Du sitzt jetzt nur mit dabei. Also ich bin jetzt mit dabei. Ja. Okay. Yeah.
Stichwort heißt Vertrauen. Wir sind nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir. Nur gemeinsam sind wir stark. Wir sind nur gemeinsam sind wir. Leistet Widerstand gegen Volksverräter hier im Land. Schließt euch fest zusammen. Wehrt euch, leistet Widerstand gegen Volksverräter hier im Land. Schließt euch fest zusammen, leistet Widerstand gegen Volksverräter hier im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen, leistet Widerstand gegen Volksverräter hier im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen, leistet Widerstand gegen Volksverräter hier im Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land. Go home, ami, ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solange du singst, wird Deutschland sein. Go home, ami, ami, go home. Spalte für den Frieden ein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solange du singst, wird Deutschland sein. Clay und Cloy aus USA sind für die Etappe da. Sollen die German Boys verrecken in dem Sand? Noch sind hier die Waffen kalt, doch der Friede wird nicht alt, hält nicht jeder schützend über ihn die Hand.
Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Sag goodbye dem Vater rein, rühr nicht an sein Töchterlein. Lorelei, solang du singst, wird Deutschland sein. Go home, Ami, Ami, go home. Spalte für den Frieden dein Atom. Ami, lern die Melodei von der Jungfrau Lorelei, die dort oben sitzt und kämmt ihr goldenes Haar. Wer den Kamm ihr bricht in zwei, bricht sich selbst das Knick dabei. Uralt ist das Märchen, traurig, aber wahr. Fahrzeuge und 22 go home, Ami, Ami, go home. Lass in Ruhe den deutschen Strom. Denn für deinen Way of Life kriegst du uns ja doch nicht reif. Gruß von Lorchen, bon plaisir, der Kamm bleibt hier. Ami, hör auf guten Rat, bleib auf deinem Längengrad, denn dein Marschall bringt uns zu viel Kriegsgefahr. Auch der Frieden fordert Kampf, setz die Kessel unter Dampf, Anker hoch, das Schiff ahoi, der Kurs ist klar. Go home, Ami, Ami, go home, spalte für den Frieden dein Atom. Sag und deine Vater rein, rühr dich an dein Töchterlein. Deutschland, zeig dein Gesicht, wach endlich auf, kämpf für dein Recht, lass deine Kinder wieder frei, lass sie wieder singen, spielen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Sie sind Meister im Täuschen und Manipulieren. Ich frag mich, wer verdient daran? Mit Angst und mit Schrecken lässt sich's besser regieren. Ein Riss geht durch unser Land. Hey, hab ich hier was nicht kapiert? Bitte sag mir, was ist hier passiert? Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht, fürchte dich nicht. Hey, ihr da oben, seid ihr echt so korrupt? Könnt ihr noch in den Spiegel sehen? Die Leute da draußen, die gehen echt kaputt. Viele müssen einsam von uns gehen. Nur weil ihr etwas gefunden habt und uns erzählt, das macht uns alle krank. Deutschland, zeig dein Gesicht. Wach endlich auf und kämpf für dein Recht. Lass deine Kinder wieder frei. Lass sie wieder atmen, singen und schreien. Deutschland, zeig dein Gesicht. Und wir sind viele und wir werden immer mehr. Auch wenn sie uns ignorieren und uns diffamieren, wir halten durch und bleiben hier. Nehmt euch wieder in den Arm und kommt euch wieder näher. Habt keine Angst und nehmt kein Blatt mehr vor den Mund. Erhebt eure Stimmen, wir sind friedlich und bunt.
Deutschland zeigt dein Gesicht.